Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Ein Buch. Bitte sehr. Ist ja was Nagelneues. Kaputtes Buch mit vielen Seiten. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Okay, einfach irgendwo ins Nichts Danke, gesteckt. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. So. Hier lang. Ja, immer mit der Ruhe. Lass mich doch mal ein bisschen umgucken. Bin gerade erst angekommen. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Das würde mich schon mal interessieren. Ah, easy. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Kommen Sie! Ja, entspann dich. Ich schau mich doch nur um. Okay. Muss man der Alten auch noch folgen? Das Handbuch hat offenbar einige Informationen über das Gemälde des armen Berufio. Ich dachte, das wäre nur ein Stier. Revelio, dann sehen wir, was das Handbuch. Revelio. Was hat das Handbuch? So, auf dem Putz hier ist sauberes Buch. Öffnen. Ist noch eben gerade angeguckt. So. Handbuch vorgegeben. Herausforderung. Ist okay. Achso, hier ist auch draufgelegt. Handbuch sein. Herausforderung jetzt zu rechnen. Was mit dem Bild machen? Nö. Also die Flaggen verschwinden von selbst, okay. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Ja. Ach, das ist doch der Poltergeist. Und Kätzchen. Also mit den Kanten von den Körpermaßen haben sie es nicht ganz so, so wie die ganzen Umhänge immer durch die Körper durchglitschen. Bloß nicht trödeln, sie haben noch Unterricht. Kann ich sogar aufmachen.
Und du? Ach, ich habe Geld rausgekriegt. Habe ich jetzt 58 rausgekriegt oder habe ich 58? Oh, die Karte. Habe ich 58 jetzt insgesamt? Sehe ich bestimmt unter Inventar. Oh, wo sehe ich denn mein Geld? Da nicht. Ausrüstung? Ah, okay. Ich habe 100. Was soll man das Goldene waren? Galleon. Umhänge. Ich habe doch eigentlich so einen Zusatzumhang bekommen. Wo ist der denn? Nichts ausgewählt. Das sieht auch scheiße aus. Lassen wir weg. Gut, gibt es halt nicht den anderen Umhang, wo auch immer der abgeblieben ist. Ha, das kommt gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. So, okay. Karte öffnen. Ist okay. Haupthalle, bist du das? Nee, das ist der Südflügel. Oh, kann ich nicht hier irgendwie ein bisschen die Kamera ändern? Verstanden. Ich möchte aber nicht hinreisen. Ich möchte da zu Fuß hingehen. Ich möchte doch jetzt die Gegend angucken. Ja, dann reisen wir da jetzt hin. Meine Güte. Haben wir endlich mal die Gelegenheit, das Schloss anzugucken, dann muss man es schnell reisen. Da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Das reicht. Ich wollte mich doch gerade umgucken. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Danke. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. Ich arbeite gerne. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Figg hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn man vom Teufel spricht, Professor Figg. Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja. Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Hm. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich.
Danke. Es ist eine Karte, was gibt's da zu erklären? Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Beobachtet sie einen auch noch. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. So, du wartest jetzt. Oh, da fliegt irgendwas. Scheiße, wie kriege ich die denn? Hallo. Rebellio. Ne, sowas nicht. Scheiße, wie habe ich denn die Buchseite nochmal gekriegt? Huch, da ist ja noch eine. Och, jetzt muss ich mit den Eulen reden. Ne, das war's auch nicht. Scheiße, wie habe ich. Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt mit den Eulen reden. Och, du gehst mir auch auf den Keks. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gesagt. Sie hat mich überrumpelt. Aber mehr habe ich ihr nicht über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir etwas verbergen. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Dann öffnen wir mal die Karte. So, das Symbol zeigt. Ja. Och, ich will nicht den Aufträgen folgen. Ich will das Schloss erkunden. So, was haben wir denn da? Unterrichtsstunde. Zauberkunst. Muss ich das jetzt ernsthaft machen? Nehmen wir dunkle Künste. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Ja, denn? Darf ich mich jetzt frei bewegen? Danke. So, wie war es jetzt noch mit dem Fall? Wie hab ich denn das olle Ding da nochmal zurückgeholt? Protego! Nee, das war's nicht. Lumos! Nee, das auch nicht. Scheiße, wie ging das denn nochmal? Das sind die ganzen Zaubersprüche. Hä? Scheiße, wie hab ich denn die olle Zeitung nochmal eingesammelt, die da rumflog? Ich hab gehört bei Wagen, das kann doch nicht so schwer sein, wie es aussieht. Wie ging das denn nochmal? Wo sind denn jetzt die Seiten hin? Da.
Der ist es, der. Gut, dann nicht. Das kann ich hier enthüllen. Ach du Scheiße. Öffnen. Gut. Ich glaube, da fehlen mir noch die Zaubersprüche für. Was haben wir hier? Stat. Ach du Scheiße. Ach Gott. Wo soll ich denn da wissen, was da reinkommt? 17, 11. Gut, da kümmere ich mich, glaube ich, von anders drum. Ging das nicht hier raus? Aber eine hübsche Gegend. Uch, da ist was kaputt. Ich war's nicht. Muss ich wahrscheinlich später irgendwann mal reparieren. Kann ich mich mit euch unterhalten? Nö. Wieder so ein Flohpulvernetzwerk-Gedöns gefunden. Sind denn das brennende Fackeln? Kann ich mit dir irgendwas machen? Nö. Schade. Da ist noch so eine Seite. Protego! Nein, nein. Rebellion. Ich weiß nicht genau, ob der Schulleiter gerade anwesend ist. Ach, ich glaube, ich brauche für die fliegenden Seiten Akku, damit ich das ranziehen kann. Was war da denn gerade? Überaus nervig, wenn Sie Fragen stellen, kleine Rotzen. Ich lüge einfach. Hm. Was ausgeheckt? Dachte ich mir schon. Irgendwas Blaues in der Ecke. Aufschließen Stufe 3. Sie sollten wissen, Sie haben eine Rotznase. Ja, ist ja gut. Okay, wo auch immer das Licht herkommt. Apropos Astronomie, wieso nicht die Venus, wo du ständig über Amitaka redest? Ich mag Wahrsagen, aber wann erzählt uns Professor Ohne mal mehr über Amitaka? Aber schick so mit den ganzen Gewölben und so. Ich muss sagen, designtechnisch gefällt mir das richtig gut. Ganz kurz. Ne, falscher Knopf. Ja, ich weiß. Danke. Tschüss, zurück. Ich will noch mal ganz kurz. Komme ich jetzt in die Einstellungen? Da unten war Einstellungen. Ich wollte sagen, das Menü sieht irgendwie anders aus. Mal ganz kurz dahin. Kann ich das nicht einfach ausschalten? Keins. Danke sehr. So, das ist alles da. Auftrag. Was haben wir hier oben noch? Da ist noch mal so ein Flohpulver. Wieder mal auf Abenteuertour? Und schön Tee saufen von irgendjemandem. Kann ich hier irgendwas machen?
weiß ich jetzt nicht. Da unten hat auch gerade schon wieder was blau geleuchtet. Naja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Unterricht. Entschuldigung. Platz da, ich bin Harry Potter, ich muss durch.